Er war vorher ja, Vizepräsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, und wir sind richtig froh, dass wir ihn gewinnen konnten für die neue Tätigkeit bei uns im Hause. Zurück zu dem Bericht, um den es heute geht. Die Gefährdungslage bei der IT-Sicherheit ist nach wie vor angespannt. Angreifer nutzen weiterhin Schadprogramme für cyberkriminelle Angriffe auf Privatpersonen, auf Unternehmen und andere Institutionen. Wie schon im letzten Jahr dominiert das Schadprogramm Emotit erneut die IT-Sicherheit. Ist ein System erst einmal mit diesem Schadprogramm infiziert, können es Hacker infiltrieren. Sie installieren sogenannte Verschlüsselungstrojaner und erpressen damit ihre Opfer. Je nach Ausmaß der Infektion kann das beispielsweise für Wirtschaftsunternehmen zur Arbeits- und Produktionseinschränkung führen, schlimmstenfalls sogar zu einem kompletten Ausfall für mehrere Wochen oder Monate. Selbstverständlich wurde und wird auch die Covid-19-Pandemie im Informations- und Cyberraum für kriminelle Zwecke genutzt. Hier haben wir besondere Betrugsversuche mit IT-Mitteln beobachtet. So gelang es Betrügern, Soforthilfemaßnahmen zu missbrauchen, indem sie die Antragswebseiten amtlicher Stellen täuschend echt nachahmen. Die unternehmensbezogenen Daten, die die Antragsteller auf den gefälschten Seiten eingegeben hatten, nutzten die Cyberkriminellen anschließend, um sich selbst als Antragsteller auszugeben und Hilfsgelder missbräuchlich zu beantragen. Diese und viele andere Cybersicherheitsvorfälle führen uns vor Augen: Wenn wir die Chancen der Digitalisierung voll ausschöpfen wollen, müssen wir auf der anderen Seite die mit ihr verbundenen Risiken beherrschbar machen. Es ist gut, dass wir da für starke Partner an unserer Seite haben. Als Cybersicherheitsbehörde des Bundes ist es Aufgabe des BSI, Deutschland digital sicher zu halten bzw. sicher zu machen. Das BSI unterstützt vielseitig, um ein Höchstmaß an IT-Sicherheit für die Bevölkerung zu gewährleisten. In diesem Jahr zeichnete das BSI unter anderem für Sicherheitsfragen bei der technischen Entwicklung der Corona-Warn-App verantwortlich. Für die zahlreichen Aufgaben muss das BSI auch entsprechend aufgestellt sein, und hierfür tut die Bundesregierung einiges. Da steht immer an erster Stelle die personelle Stärkung. Allein mit den Haushalten 2019 und 2020 hat das BSI insgesamt 500 zusätzliche Stellen erhalten. Damit verfügt das Amt jetzt über 1.435 Stellen. Und für den Haushalt, den das Parlament gerade berät, sieht der entsprechende Regierungsentwurf einen weiteren Aufwuchs um 102 Stellen vor. Wir richten, meine Damen und Herren, gerade einen Zweitstandort in Freital, in Sachsen. Zukünftig sollen dort 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sein. Der Zweitstandort ist nicht nur ein Beitrag zur Strukturpolitik. Sie wissen, es läuft ja auch in meinem Hause die Schaffung schrittweise gleichwertiger Lebensverhältnisse. Und dazu wiederum dient vor allem in den neuen Bundesländern Dienstleistungsunternehmen zu platzieren, weil nach meiner früheren Erfahrung sich um diese Zentren dann automatisch auch weitere positive wirtschaftliche Entwicklungen sich ergeben. Also 200 Mitarbeiter in Freital. Der Zweitstandort ist mir wichtig. Dafür habe ich sehr gekämpft mit dem Präsidenten. Und das BSI profitiert auch von der Nähe zum Technologie- und Investitionsstandort Dresden und dem Silicon Saxony. Das ist dem Präsidenten immer wichtig, dass wir nicht nur irgendwo eine Behörde errichten, sondern dass wir auch im Umfeld die entsprechende Qualität und Infrastruktur haben, vor allem in der Wissenschaft.
Aber auch gemeinsam mit anderen Sicherheitsbehörden und Institutionen leistet das BSI einen wertvollen Beitrag für eine starke und Cyber- und Informationssicherheit. Ich nenne das Nationale Cyberabwehrzentrum. Das steht uns als zentrale Informations-, Kooperations- und Koordinationsplattform von BSI, Bundeskriminalamt, Bundesamt für Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, Bundespolizei und Bundeswehr zur Verfügung, um durch permanenten Informationsaustausch zwischen allen verantwortlichen Bundesbehörden die Voraussetzungen für eine effektive Gefahrenabwehr und wirksame Prävention zu sichern. Diese Kooperation und Koordination funktioniert nach all meinen Informationen sehr, sehr gut. Ist eine super Einrichtung. Gemeinsam mit dem Bundesverteidigungsministerium haben wir die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit geschaffen, und zwar in der Region Leipzig-Halle. Und auch unsere Sicherheitsbehörden richten sich organisatorisch nach den aktuellen Anforderungen des BSI aus. Seit April 2020 widmet sich auch eine neue Abteilung im Bundeskriminalamt mit der Bekämpfung von Cybercrime, und das Bundesamt für Verfassungsschutz verfügt bereits über eine ähnliche Abteilung. Es ist also keine absolute Monopolstellung des BSI, aber eine sehr, sehr zentrale Stellung in der Bundesrepublik Deutschland. Aber auch unsere anderen Sicherheitsbehörden haben solche Abteilungen geschaffen, und es ist wichtig, dass das BSI mit diesen Abteilungen und anderen Behörden gut zusammenarbeitet, was uneingeschränkt der Fall ist. Das alles reicht aber noch nicht aus, um dauerhaft ein hohes Schutzniveau im Cyberraum zu gewährleisten. Wir müssen auch die rechtlichen Grundlagen weiterentwickeln, um die IT-Sicherheit an die rasanten technischen Entwicklungen anzupassen. Deshalb schaffen wir nach dem ersten IT-Sicherheitsgesetz im Jahre 2015 nunmehr ein zweites IT-Sicherheitsgesetz, das die ganzen raschen Entwicklungen der vergangenen Jahre aufgreift. Der Gesetzentwurf sieht Verbesserungen für die Cyber- und Informationssicherheit in drei Bereichen vor. Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher, das ist eigentlich das zentrale Element, Schutz der kritischen Infrastrukturen und weiter Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse, denken Sie an Kraftwerke, und der Schutz der Bundesverwaltung. Das sind die drei Kernbereiche, die wir besonders im Blick haben. Nach diesem Vorfall mit dem Schüler haben wir ja auch hier öffentlich erklärt, dass wir mit dem BSI auch verstärkt für die allgemeine Bevölkerung zur Beratung und auch als Anlaufstelle zur Verfügung stehen wollen. Das ist der Verbraucherschutz für die Bevölkerung als explizite Aufgabe des BSI. Wir werden da einige Dinge Ihnen dann vorstellen. Ich gehe davon aus, nach den jüngsten Beratungen in der Koalition, dass wir in Kürze den Gesetzentwurf ins Bundeskabinett bringen werden. Die Diskussionen, die in den letzten Monaten zusätzlich entstanden sind, nämlich die Sicherheitsfragen im Zusammenhang mit China und Huawei, sind jetzt in der Endphase der Formulierungen, und ich denke, nein, ich bin sicher, dass wir uns da in der Koalition verständigen und dann in sehr kurzer Zeit ins Kabinett gehen können. Ja, meine Damen und Herren, das wollte ich so als Schwerpunkte genannt haben, die uns beschäftigen, wenn es um die Gefahren im Cyberraum geht. Und das ist alles in umfassender Form in diesem Bericht dargestellt, den Ihnen der Präsident gleich präsentieren wird mit den wichtigsten Zahlen. Und ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, Ihnen, Herr Schönbohm, und auch Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit zu danken.
Ich sage immer, das ist eine unfallfreie Angelegenheit, sehr hochwertig in der Qualität, menschlich sehr angenehm und im Ergebnis sehr effektiv und sehr wirksam. Bevor aber der Herr Schönbohm Ihnen den Bericht vorstellt, würde ich noch den Herrn Richter bitten, zwei, drei Sätze an Sie zu richten. Danke, Herr Minister. Dann haben Sie das Wort, Herr Richter. Ja, herzlichen Dank. Es ist ja wahrnehmbar, dass die Digitalisierung immer weiter voranschreitet. Dadurch sorgen wir für einen immer weiter zunehmenden Datenverkehr. Gerade heute hat die TU München eine Studie vorgestellt für den Bereich E-Government, also für die Verwaltungsleistungen, die digitalisiert werden in Deutschland, zusammen mit der Initiative D21. Eine Zahl daraus, es ist jetzt erstmals so, also diese Studie kommt jedes Jahr raus, seit 10 Jahren, und das erste Mal ist es so, dass mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland, die das private Internet nutzen, Verwaltungsleistungen online nutzen. Das zeigt, dass die Bemühungen und die Anstrengungen, die unternommen werden, für die Digitalisierung der Verwaltung Früchte tragen. Essentiell ist an der Stelle, dass wir mit den Verwaltungsleistungen, die wir digitalisieren, aber Akzeptanz bei den Menschen finden. Das tun wir nur dann, wenn diese Leistungen sicher sind, wenn das Vertrauen da ist, dass die Daten ordnungsgemäß verarbeitet werden, geschützt sind. Und dazu leistet das BSI einen ganz wesentlichen Beitrag, denn durch zunehmende Digitalisierung ergibt sich auch die Situation, dass natürlich Bedrohungsszenarien im Cyberraum zunehmen, und darauf müssen wir reagieren. Und deswegen ist es richtig und auch nachvollziehbar, dass die Maßnahmen, die ergriffen werden, um diese Architektur weiterzubringen, stets auf dem höchsten Standard der Technik erfolgt, gerade wenn es auch um neue Technologien wie künstliche Intelligenz geht. Insofern leistet hier das BSI einen wesentlichen Beitrag auch zur Akzeptanz von digitalen Lösungen, die staatlicherseits zur Verfügung gestellt werden. Dankeschön. Danke dafür. Und dann, Herr Schönbohm, haben Sie das Wort? Ja, sehr geehrte Frau Buschhoff, Herr Minister Seehofer, Herr Staatsherr Richter, meine Damen und Herren, haben Sie herzlichen Dank erstmal für die Unterstützung, Herr Minister, die Sie uns zuteilwerden lassen, und zwar für die Unterstützung, aber auch für die Stärkung des BSI. Weil ich glaube, es wird sehr deutlich, wir kommen in eine digitalisierte Welt, und die Informationssicherheit ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung. Und ich glaube, Corona hat sehr deutlich gemacht, wie wichtig eine sichere und funktionsfähige IT auch am Ende ist. Ansonsten wäre Homeoffice, Homeschooling und all diese Themen gar nicht möglich, machbar. Gleichzeitig hat Corona uns aber auch sehr deutlich gezeigt, wie flexibel und anpassungsfähig Cyberkriminelle sind. Denken Sie an die manipulierten Webseiten und die anderen Themen. Gleichzeitig hat Corona aber vielleicht auch gezeigt, wie schnell das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik als Cybersicherheitsbehörde des Bundes sich professionell auf diese Krisensituation einstellen kann und verschiedene Themen dort dazu veröffentlicht hat. Herr Minister Seehofer hat es dargestellt, die Lage, die Cybersicherheitslage ist weiterhin auf einem sehr hohen Niveau angespannt. Wir sehen im Berichtszeitraum eine Zahl über 1.000 Millionen Schadprogramme. Man sagt immer so schnell 1 Milliarde, aber es sind 1.000 Millionen Schadprogramme, die wir sehen. Allein im Berichtszeitraum sind dazugekommen 117,4 Millionen neue Varianten. Täglich über 320.000 neue. Wir sehen, die Schadsoftware Emotet, der tituliert worden ist als König der Schadsoftware, ist weiterhin sehr aktiv und dominiert die Gefährdungslage. Wir beobachten aber auch eine gesteigerte Aggressivität der Erpressungsmethoden bei Ransomware-Angriffen. Die Daten werden eben nicht nur verschlüsselt, wie es früher der Fall wäre, sondern werden vorher kopiert und ausgeleitet. Und man droht damit, letzten Endes die Angreifer drohen damit, diese Daten auch dementsprechend zu veröffentlichen. Also nicht nur zu zerstören. Wir sehen in den Regierungsnetzen natürlich tägliche Angriffe. Bisher haben wir rund pro Monat 35.000 E-Mails mit Schadprogrammen abgewehrt. Und 52.000 Webseiten wurden wegen enthaltener Schadprogramme durch die Webfilter der Regierungsnetze gesperrt.
Das Thema Datenleaks ist ein Thema, was uns alle natürlich sehr intensiv beschäftigt. So wurden in einem Fall allein in Deutschland im Zeitraum von Juli bis September 2019 etwa 15.000 Patientendatensätze öffentlich ohne Passwortschutz zugänglich. Diese Datensätze beinhalteten mehrere Millionen Röntgen, Ultraschall und andere medizinische Bilder. Die Informationen lagen auf den sogenannten PACS, Picture Archiving and Communication Systems, die im Gesundheitswesen zur Bildarchivierung genutzt wurden. Wir haben dann das identifiziert, haben die betroffenen medizinischen Einrichtungen in Deutschland darüber natürlich informiert, haben aber auch weltweit 46 internationale Partner darauf hingewiesen und viele Staaten haben darauf sehr zeitnah reagiert. Und ein Beleg für die intensive, erfolgreiche Zusammenarbeit ist beispielsweise, dass US-Senatoren sich an das Department of Homeland Security für die exzellente Arbeit des BSI bedankt hat. Und uns allen ist klar, im Rahmen von Corona, dass Patientendaten natürlich zu den persönlichsten, intimsten Informationen gehören, die es gibt. Und Herr Minister Seehofer, Sie haben ja dargestellt, auch den Angriff auf die Uniklinik in Düsseldorf. Und da war es uns eben auch wichtig, dass wir unmittelbar ein sogenanntes Mobile Incident Response Team herausgeschickt haben, um die Uniklinik in Düsseldorf zu unterstützen und dort eben auch wieder die Betriebsfähigkeit und Analyse des Vorfalls mitgeholfen haben. Und uns ist auch besonders wichtig, in den vergangenen Monaten haben wir immer wieder darauf hingewiesen, dass eben Informationssicherheit die Voraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung ist. Und darum freut es uns besonders, dass Bundesgesundheitsminister Spahn im Rahmen des Krankenhaus-Digitalisierungsgesetzes 15% des IT-Budgets für Informationssicherheit fest einkalkuliert hat. Ansonsten kann man das nicht in die Digitalisierung investieren. Herr Minister Seehofer hat dargestellt das Thema Corona-Warn-App. Dort ist offenbar, dass wir das Thema Sicherheit verantwortet haben, das mit geprüft haben. Und unter anderem haben wir vorab auch veröffentlicht die sogenannte technische Richtlinie des BSI für Sicherheitsanforderungen an die digitalen Gesundheitsanwendungen, die wir im April 2020 veröffentlicht haben. Wie wichtig das Thema Digitalisierung ist, trotz Corona haben wir natürlich die anderen Digitalisierungsvorhaben, sei es das autonom fahrende Auto, sei es das Homeoffice oder das Homeschooling, nie aus dem Auge verloren. So haben wir beispielsweise im Rahmen des New Normal auch intensiv über das Thema 5G, Künstliche Intelligenz, Absicht von Wahlen, Smart Home, vernetztes autonomes Fahren diskutiert, haben das intensiv bearbeitet. Beim Thema 5G beispielsweise haben wir gemeinsam im Einvernehmen mit der Bundesnetzagentur und dem Bundesdatenschutzbeauftragten 350 Maßnahmen veröffentlicht, die einzuhalten sind, um dann dementsprechend ein Maß an Informationssicherheit zu erreichen. Und dieses bringen wir natürlich auch dementsprechend ein auf die europäische Ebene. Der Sicherheitskatalog befindet sich derzeit in der Notifizierung durch die Europäische Kommission. Im Kontext sicherer Wahlen befassen wir uns beispielsweise für das Jahr 2023 für die Sozialversicherungswahlen. Das sind die drittgrößten Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland. Dort haben wir Sicherheitsanforderungen festgelegt in Form einer technischen Richtlinie, so dass man das also auch online mit durchführen kann. Aber auch im Bereich der Automobilindustrie haben wir hier beispielsweise ein Abkommen geschlossen mit dem Verband der deutschen Automobilindustrie und dem Kraftfahrtbundesamt haben wir die Zusammenarbeit intensiviert, so dass das BSI als Kompetenzstelle des Bundes zur einfragenden Informationssicherheit von anderen auch dementsprechend angefragt werden kann. Neben diesen klassischen Themen befassen wir uns natürlich auch mit dem Verbraucherschutz und haben hier mit dem Thema BSI für Bürger auch die Zusammenarbeit mit den Verbraucherzentralen und anderen Partnern intensiviert und konkrete Projekte auf den Weg gebracht. Etwa im Bereich der Sicherheit von Smartphones oder haben auch gemeinsam mit Staatsherr Dr. Richter vor kurzem die sogenannte Cyberfibel vorgestellt. Ein Nachschlagewerk, wie man sich sicher im Cyberspace dementsprechend bewegen kann. Meine Damen und Herren,
Das BSI ist auch im Bereich der Künstlichen Intelligenz das zentrale Kompetenzzentrum für Fragen der Cybersicherheit. Beleg dafür ist unser erneut sehr gutes Abschneiden bei der sogenannten Chess Challenge, einem Wettbewerb, der so etwas ist wie die Olympischen Spiele der Kryptologen. Dort hat das Team des BSI alle Preise gewonnen, also immer die Goldmedaille, die vergeben worden sind. Und darauf sind wir stolz und das zeigt auch die Leistungsfähigkeit des BSI als Thought Leader für die Cybersicherheit, national, aber vielleicht auch international. Dass wir dort so erfolgreich sind, das liegt daran natürlich, dass wir auf der einen Seite die Cybersicherheit der Bundesverwaltung verantworten, aber dieses Know-how auch aus dem Maschinenraum praktisch heraus anderen zur Verfügung stellen. Ich mache ein Beispiel im Bereich der Sicherheitsanforderungen, der Sicherheitszertifizierung, der Standardsetzung, aber auch natürlich am Ende, dass das einfließt in die Diskussion, was ist der richtige Stand der Technik für die kritischen Infrastrukturen, wo wir verschiedene branchenspezifische Sicherheitsstandards erlassen haben. Aber das geht natürlich dann auch rein in die normalen Beratungsleistungen für die Wirtschaft und dann dementsprechend natürlich auch für die Bürger. Innerhalb des BSI arbeiten wir mittlerweile zu 70-80% vom Homeoffice heraus. Das liegt daran, weil wir sehr frühzeitig die Themen der Digitalisierung sehr ernst genommen haben und alle entsprechend verschlüsselte den Sicherheitsanforderungen entsprechenden Notebooks haben oder entsprechende Mobilgeräte haben. Meine Damen und Herren, angesichts der eben beschriebenen hohen Bedrohungslage, denken Sie daran, über 1.000 Millionen Schadprogramme sind zurzeit verfügbar, wird deutlich, dass Cybersicherheit die Voraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung ist. Dafür steht das Motto des BSI, Deutschland digital sicher BSI. Daran arbeiten wir. Und für uns ist das Thema Informationssicherheit das neue Qualitätsmerkmal Made in Germany. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Schönbohm. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Ich würde Sie bitten, dass Sie sich vielleicht kurz vorstellen, dass Sie sagen, an wen Sie die Frage richten und dass wir zuerst Fragen zum BSI-Bericht stellen. Sollte es andere Themen geben, dann gerne danach. Und Herr Möhler hatte sich als Erster gemeldet. So, jetzt Holger Möhle, Bonner Generalanzeiger. Herr Schönbohm, welche Lektion hat Ihr Haus aus dem Angriff auf die Düsseldorfer Uniklinik gelernt und könnten Sie einen solchen Angriff heute abwehren? Und noch eine zweite Frage zum zweiten Standort der BSI in Freital. Müssen dazu Mitarbeiter aus Bonn nach Freital umziehen und finden Sie dafür Freiwillige? Und dann noch an den Herrn Minister Seehofer, Sie sind ja mit der Arbeit des BSI sehr zufrieden, mit einem anderen Bundesamt in Bonn überhaupt nicht, mit dem BBK. BBK, Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe. Ich bin jetzt schon erschrocken, dass ich habe BKA verstanden. Nein, BBK, Entschuldigung. Ich würde Sie noch mal bitten, was muss dort anders werden und wann beginnt Herr Schuster dort als Präsident? Ja, vielen Dank. Wir sind intensiv natürlich mit der Universitätsklinik in Düsseldorf in Kontakt. Wir analysieren gerade, wie der Angreifer dort hereingekommen ist. Jetzt bitte ich um Verständnis, wir wissen es sogar schon, aber ich glaube, das wäre der falsche Rahmen zu sagen, wie der Angriff erfolgreich durchgeführt worden ist. Wir sind hier mit der Uniklinik im Gespräch. Das Land Nordrhein-Westfalen hat eingeladen zu einem sogenannten runden Tisch, wo auch das BSI daran teilgenommen hat. Da hatte ich drüber vorab mit dem Gesundheit- und Wissenschaftsministerium telefoniert, um sicherzustellen, dass eben die Informationssicherheit von vornherein mitgedacht wird. Es werden Lehren daraus gezogen. Eine der Lehren ist beispielsweise natürlich auch, dass im Gesundheitssektor eben Spahn gesagt hat, 15% der Digitalisierungsausgaben sind für Informationssicherheit vorzusehen. Das ist eine der Lehren, die daraus natürlich auch zu ziehen ist, zu sorgen ist. Die zweite Frage war Freital, Umzug von Mitarbeitern. Nein, es wird keine Zwangsversetzung geben irgendwie von Bonn nach Freital. Das ist nicht vorgesehen. Das ist relativ klar. Wir haben eine sehr gute Bewerbungslage in Freital. Das liegt daran, Herr Minister Seehofer hat es dargestellt, weil wir eben in dem Silicon-Saxony-Gürtel sind, wo eben auch sehr viele Technologien sind, wo sehr viele gut ausgebildete Mitarbeiter sind. Und der Personalaufwuchs läuft dort sehr gut. Ja, es gibt einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von sich aus sehr gerne von Bonn nach Freital gehen
Und denen haben wir das dann natürlich auch dementsprechend ermöglicht, dorthin zu gehen. Es ist gerade vor Ort ein sogenannter Aufbaustab, der teilweise auch aus Mitarbeitern aus Bonn heraus gespeist wird, die dort aber alle freiwillig sind und, das darf ich Ihnen vertraulich, wir sind hier vertraulich sagen, die sich sogar dort eine Wohnung gekauft haben und dort sehr glücklich sind. Ist ja auch eine schöne Gegend. Natürlich. Ja, das BWK besteht, ist eine junge Behörde, vergleichsweise seit 16 Jahren. Dass wir das BWK reformieren, personell und strukturell, hat übrigens nichts mit dem Fehlschlag beim Warentag zu tun, sondern mit der Erkenntnis in der Corona-Pandemie, dass wir hier eine Behörde mit knapp 400 Beschäftigten haben, deren Zuständigkeit durch Gesetz von Anfang an im Schwerpunkt auf den Verteidigungs- und Spannungsfall beschränkt war. Nun hat die Behörde auf der anderen Seite beachtliche Ressourcen und auch eine Leistungsfähigkeit. Und ich glaube, dass wir es nicht vertreten können, diese Ressourcen für Katastrophen ziviler Art und für solche Pandemien, wie wir sie gerade erleben, nicht zur Verfügung zu stellen. Und das möchte ich ändern. Das bedarf wahrscheinlich auch einer Gesetzesänderung. Und diese Änderung soll mit dem Herrn Schuster geschehen. Ein Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag und eine Übernahme in den Bundesdienst ist mit vielen formalen Voraussetzungen verbunden. Und deshalb wird diese Veränderung wohl erst in der ersten Hälfte des Novembers vollzogen werden können. Ich möchte dann diese strukturelle Veränderung gemeinsam mit dem neuen Präsidenten machen. Es wäre ja nicht gut, wenn wir jetzt Strukturveränderungen vornehmen würden und dann kommt ein neuer Präsident, sondern das müssen wir mit ihm machen. Das ist auch alles geplant mit Workshops, mit externen Beteiligten, die uns da Ratschläge geben. Wobei ich klarstellen möchte, dass wir hier uns primär in der Bundeskompetenz bewegen. Also so Befürchtungen von Bundesländern, wir würden in den Föderalismus hier reinschneiden, sind unbegründet. Ich glaube auch, dass sich jetzt das alles sehr bewährt hat, dieses Zusammenspiel zwischen verschiedenen staatlichen Ebenen. Und deshalb müssen wir schauen, also das wäre das zentrale Ziel, dass diese Behörde ein sehr nützlicher Dienstleister wird in Katastrophenfällen, bei größeren Einsatzfällen. Denken Sie an länderübergreifende Waldbrände, wie wir sie schon erlebt haben, an Hochwasser und vieles andere mehr. Und dass diese Dienstleistungen, auch wenn die Bundesländer es wollen, den Bundesländern und Kommunen zur Verfügung stehen. Ich denke, dass wir da im Frühjahr des nächsten Jahres das alles abgeschlossen haben. Und wenn ich ein bisschen Glück habe, so wie es beim BAMF der Fall war in Nürnberg, diese Behörde ist aus den Schlagzeilen. Sie ist heute eine unserer Aushängeschilder. Das Gleiche gilt für das Bundesamt für Verfassungsschutz, war ja auch nicht außerhalb jeder Wellenbewegung. Und da ist wieder Ruhe eingekehrt und die Behörde wird auch vorzüglich, arbeitet vorzüglich. Und wenn uns das Gleiche beim BWK gelingt, was mein Wunsch ist und wo wir alles dafür tun, dann hätten wir ja auch diese Behörde wieder zum Nutzen der Bevölkerung reformiert. Denn ich kann der Bevölkerung nicht erklären, dass wir da jetzt auch einen erheblichen Mittelaufwuchs bekommen im nächsten Haushalt. Aber die ganzen Ressourcen stehen nur zur Verfügung im Spannungsfall, im Verteidigungsfall, den wir alle nicht, jedenfalls in den nächsten Jahrzehnten erwarten. Und deshalb ist diese Reform notwendig. Einen kurzen Zusatz noch, wenn ich darf. Ist es richtig, dass BWK-Präsident Unger Vizepräsident beim Statistischen Bundesamt in Wiesbaden wird? Geworden ist. Ja, ist richtig. Das zeigt übrigens auch, dass das jetzt diese Reform nicht in der Person von Herrn Unger begründet ist, denn er hat ja eine
gleichgewichtete und gleichbewertete Stelle beim Statistischen Bundesamt erhalten. Ich sage nochmal, das habe ich auch in unserer Amtsleiterbesprechung, wir haben ja 20 nachgeordnete Behörden. Das hören die Behörden nicht so gern, dass sie nachgeordnet sind, aber ihr seid es. Und das liegt nicht in der Person Unger, dem ich ausdrücklich nochmal danken möchte für seine Arbeit, sondern einfach in der Struktur, die vor 16 Jahren geschaffen wurde, gesetzlich. Das war nicht alleine eine Ministerentscheidung, sondern eine Entscheidung des Parlaments. Bevor wir zu weiteren Fragen kommen, ein Hinweis, passend zum Thema der PK, irgendwie versagt das Online-Tool, das dazu führt, dass sich die Fragen von den Kollegen, die Online-Fragen einreichen, mich hier im Saal nicht erreichen. Das Büro kümmert sich aber darum, dass die ausgedruckt werden und ich bitte um Verständnis, sollte eine Frage untergehen. Sollte es aber noch Kollegen geben, das vielleicht der Hinweis an diejenigen, die im Haus sind. Wir haben hier auch unter Einhaltung der Abstandsregeln noch Platz, falls sich jemand entscheiden will, noch zu kommen für seine Frage selbst. Dann machen wir im Saal weiter mit der nächsten Frage von Herrn Stempfle. Herr Minister, Sie haben das IT-Sicherheitsgesetz in Ihrer Einleitung angesprochen und das 5G-Netz. Können Sie noch mal sagen, stimmt es, dass es zu dieser bislang schon besprochenen technischen Prüfung der Komponenten zusätzlich eine politische Bewertung geben soll bei Komponenten, die aus Ländern wie zum Beispiel China kommen? Können Sie das schon bestätigen? Ja. Es gibt die technologische Versorgungsmöglichkeit, die im Grunde ja, beim BSI anzusiedeln ist, wo es um technologische, objektive Tatsachen geht. Und wir haben jetzt in den letzten Monaten sehr viele Gespräche geführt. Geduld ist ja eine der Tugenden, die Sie in der Politik zur Verfügung haben müssen, über die politische Versorgungsmöglichkeit, wenn es im Interesse der Bundesrepublik Deutschland liegt. Das haben wir, eine solche Regel, auch im Außenwirtschaftsgesetz. Wir können als Bundesregierung ein Engagement eines Staates X in Deutschland, Firmenaufkauf, versagen, wenn es im Sicherheitsinteresse der Bundesrepublik Deutschland liegt. Darauf haben wir uns verständigt in der Koalition und nun geht es noch um den konkreten Gesetzestext, der in der Endphase der Diskussion ist und deshalb werden wir da in den nächsten Wochen das Kabinett erreichen. Herr Richter, habe ich alles richtig wiedergegeben? Absolut. Darf ich da ganz kurz nachhaken? Mhm. Habe ich das richtig verstanden, dass dann der Außen-, der Innen- und der Wirtschaftsminister oder Ministerin, je nachdem, sagen können, wir haben beim BND mal nachgefragt, wir glauben, die Komponenten aus dem Land XY sind nicht vertrauenswürdig, auch wenn es in der Vertrauenswürdigkeitserklärung so drinsteht und deswegen legen wir da unser Veto ein. Im Prinzip sind die besser informiert als ich, aber ich kann bestätigen, dass diese drei Ministerien die zentrale Rolle spielen bei der möglichen Versagung aus politischen Gründen. Auch das muss rechtsstaatlich einwandfrei sein, auf rechtlicher Grundlage, denn ist ja gerichtlich nachprüfbar. Und genau wie das gestaltet ist innerhalb der Bundesregierung, das ist noch jetzt in der finalen Diskussion. Aber dass es kommen wird, diese Möglichkeit, weil wir sie, ich sagte ja, in anderen Bereichen auch haben, das war ja das starke Argument der Fraktionen, das ist wohl klar. Ich nehme jetzt eine Frage, die uns eben digital erreicht hat. Zum Teil, glaube ich, haben Sie sie gerade beantwortet. Ich stelle sie jetzt nochmal, vielleicht können Sie es nochmal konkreter sagen. Der 5G-Gesetzesvorschlag wird gerade zwischen den verschiedenen Ministerien diskutiert. Fragt die Kollegin Sarah Syed von Bloomberg, gibt es einen Zeitrahmen, wann er ins Kabinett kommt? Ich glaube, in naher Zukunft. Schauen Sie, wenn ich Ihnen jetzt sage, in 2 Wochen oder in 4 Wochen, und wir versäumen das um eine Woche, dann weiß ich, wie das begleitet wird. Aber nahe Zukunft, glaube ich, heißt, ja, bald. Danke. Dann machen wir mit Fragen im Saal weiter. Der Kollege hier vorn,
von uns aus gesehen auf der linken Seite. Aber Herr Stempfli, alleine die Art und Weise Ihrer Fragestellung mit Begriffen, die Sie verwendet haben, deutet mir sehr stark an, dass Sie sehr viel wissen über das Thema. Nader Mohammed, Berliner Kriminalitätszeitung. Meine Frage an Herrn Seehofer und an Herrn Richter. Herr Seehofer, Sie haben immer in demselben Atemzug von den vier tragenden Säulen des Bundesinnenministeriums. Diesmal, Sie haben nur von drei gesprochen, BKA, BFV und BSI. Planen Sie eine Abteilung für Bekämpfung der Cyberkriminalität bei Bundespolizei? Also BKA hat nur 160 Mitarbeiter, die Hälfte Kriminalbeamte und die Hälfte Informatiker. Also es ist nicht schwer, solche Abteilungen bei Bundespolizei zu gründen. Und ich möchte gerne Ihre Kommentare hören. Ja, vielleicht antwortet der Herr Richter, damit ich dann weiß, was ich sagen kann. Okay. Ja, zunächst mal muss man sagen, dass ja innerhalb des Innenministeriums bereits ein eigener Strang für Cybersicherheit besteht. Es ist ja gerade erst durch Herrn Minister auch dieser Bereich aufgewertet worden, indem wir in dem Bereich insgesamt drei Abteilungen haben, die sich um das Thema Digitalisierung kümmern und eben ein separater Strang für die Cybersicherheit verantwortlich zeichnet. Essentiell ist das BSI in dem Kontext und es ist richtig, dass auch in den anderen Behörden, die Sie genannt haben, die Bereiche gestärkt werden, aufgebaut werden, weiterentwickelt werden, auch in der Zusammenarbeit. Cyberabwehrzentrum ist genannt worden, wo die Kommunikation ja auch sogar mit der Bundeswehr stattfindet, der Austausch und entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden. Also auch dort gibt es einen Bereich, der eben für diese Tätigkeiten in der Behörde zuständig ist. Ich frage über die Bundespolizei. Es bleibt dabei, dass wir Bundespolizei, Bundeskriminalamt, Bundesamt für Verfassungsschutz und BSI, dass das die vier Pfeiler unserer Sicherheitspolitik sind. Und ich halte sehr viel von der Kooperation und Koordination. Wir müssen nicht immer doppelt und dreifach überall das Gleiche machen. Und deshalb habe ich im Haus veranlasst, dass die beiden hauptbetroffenen Staatssekretäre nicht isoliert ihre Bereiche bearbeiten, sondern dass sie sich regelmäßig zusammensetzen, um auch Erkenntnisse aus dem BSI in die Polizei zu übertragen und umgekehrt auf höchster Ebene. Und das ist der Staatssekretär Engelke und der Staatssekretär Richter, die regelmäßig, wir machen ja regelmäßig Sicherheitsgespräche mit unterschiedlichen Sicherheitsstufen und nicht alles muss immer unter Beisein des Ministers erfolgen. Und die beiden Staatssekretäre koordinieren das und dann muss auch immer wieder entschieden werden, wo brauchen wir noch eine eigenständige Funktion des BKA. Aber ich sehe jetzt bei der Bundespolizei, die werden bestens von euch begleitet. Im Moment keine Möglichkeit oder Notwendigkeit, dass wir da eigene Abteilung, natürlich beschäftigen sich die auch mit Datensicherheit, aber ich glaube, da ist das Allerwichtigste, dass ihr gut kooperiert miteinander. Die nächste Frage. Ich bin nicht sicher, ob ich vorhin alle gesehen habe, insbesondere auf der von uns aus gesehenen rechten Seite, Frau von Bouillon. Genau, das habe ich dann richtig gesehen. Die nächste Frage. Ich will eine Frage zunächst an Herrn Schönbohm. Können Sie bitte noch mal erläutern? Sie haben gesagt, die Lage ist weiter kritisch. Ich hätte jetzt erwartet, dass durch Corona die Zahl der Angriffe eher stark steigt, weil die Leute alle sind mehr im Netz, auch Cyberkriminelle. Das scheint mir aber gar nicht der Fall zu sein. Wie ist das? Können Sie das mal in Relation setzen? Hat es zugenommen? Hat es abgenommen? Und warum ist es so? Und die zweite Frage an Herrn Seehofer, nochmal zum Huawei. Mich würde interessieren, was Sie veranlasst hat, jetzt noch einen politischen Prüfprozess einzufügen. Sind da vielleicht auch aufgrund Corona oder hat es damit gar nicht zu tun? Jedenfalls ist die Besorgnis gegenüber China jetzt doch noch mal größer geworden? Oder warum jetzt noch diese zweite Prüfstufe? Ja, Sie wissen, dass in beiden Bundestagsfraktionen der Regierungskoalition von Anfang an eine Debatte in dieser Richtung stattfand. Wir hatten sehr lange die Position als Innenministerium, ein objektiver Maßstab ist die Technologie
und ob sich aus der Technologie Gefahren ergeben für Spionage, für die Datensicherheit. Trotzdem war die Diskussion in beiden Koalitionsfraktionen so stark, dass es immer wieder Gespräche gab mit den Abgeordneten bei uns im Hause oder hier im Bundestag. Und da hat sich immer weiter rauskristallisiert, das müssen Sie als Regierung einfach sehen, eine Regierung braucht für ein Gesetz die Mehrheit. Und daneben gibt es ja auch Argumente dieser Abgeordneten. Und beides zusammen hat dazu geführt, dass wir als Bundesregierung dann einverstanden waren, nach einer juristisch sauberen Lösung zu suchen. Mein Anknüpfungspunkt war dann das Außenwirtschaftsgesetz, wo wir solche Versorgungsmöglichkeiten haben, die sich jetzt nicht aus Agententätigkeit und Ähnlichem ergeben, sondern einfach aus Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn man da tätig werden will in der Zukunft, es geht ja immer um die nicht um schon durchgeführte Investitionen, sondern in die Zukunft gerichtet, dann brauchen Sie dafür eine rechtsstaatlich einwandfreie Regelung. Das können Sie nicht aus der Hüfte machen. Das ist der Grund, warum das so entstanden ist. Die Gespräche hat dann der Richter und auch sein Vorgänger schon geführt, der Herr Köhnen geführt, wenn Sie was ergänzen wollen. Die Medien kommen sowieso auf alles, deshalb sagen Sie alles, was Sie wissen. Ja, ich glaube, man muss nochmal klarstellen, es ist hier kein Lex China, sondern es geht um kritische Komponenten, die eingebaut werden in Strukturen, völlig unabhängig davon, aus welchem Staat diese Komponenten kommen. Und sowohl für die technische Seite, für die technische Betrachtung, gibt es einen Kriterienkatalog und genauso ist es auch für die politische Dimension, die nun vorgesehen wird. Das alles ist justiziabel, das heißt, das muss mit Fakten auch hinterlegt sein und insofern ist das vom Mechanismus, wie der Minister dargestellt hat, nichts Neues. Da gibt es auch schon viel Rechtsprechung zu, gerade aus dem Außenwirtschaftsrecht und genau diesen Mechanismus legen wir jetzt auch bei den kritischen Komponenten an. Ja, vielleicht, Sie haben die Frage gestellt nochmal nach dem Thema der Angriffe letzten Endes. Wir haben gesehen im Februar, das sehen Sie auf der Seite 10 des Lageberichts, wenn ich darauf hinweisen darf, da sehen Sie, wie schön die Kurve nach unten gegangen ist von der Anzahl der Schadsoftware her, von Februar bis Mai. Das heißt also auch die Cyberkriminellen haben anscheinend eine Art Corona-Pause gemacht, wenn ich das mal so nett titulieren darf. Und danach, kann ich Ihnen ein Geheimnis verraten, ist es schon wieder deutlich angestiegen. Warum haben wir eine sehr hohe Bedrohungslage, eine qualitativ angespannte Bedrohungslage? Das liegt daran, weil es deutlich mehr Angriffsmöglichkeiten gibt und die Anzahl der Schadsoftware eben insgesamt auf über 1.000 Millionen angestiegen ist. Und das ist halt eine sehr hohe Zahl und sie geht halt nicht zurück, sondern es kommen jeden Tag neue dazu. Und dadurch haben wir eine sehr hohe Bedrohungslage und wir sehen es am Krankenhaus in Düsseldorf und ich bekomme ja sehr viele Meldungen leider jeden Tag. Wir sehen eine Vielzahl von Angriffen, auch gerade gegen die Wirtschaft, gegen kleine mittelständische Unternehmen oder auch gegen andere. Gibt es da einen Markt? Ja. Für die Schadsoftware? Das kann ich Ihnen gerne im Tag machen. Ja, sehr gut. Die nächste Frage hier im Saal hat der Kollege hinter Frau von Bouillon. Paul Miller von der Zeit. Herr Schönborn, wie entwickeln sich denn aktuell die Zahlen staatlicher Angriffe? Und auch mit welchen Staaten hat man es da zu tun? Können Sie darauf näher eingehen? Und mit welcher Art von Angriffen von staatlicher Seite? Und die Frage an den Herrn Minister, muss man solche Angriffe, ich spekuliere jetzt einfach mal zum Beispiel aus Iran, China und Russland, nicht auch politisch mehr flankieren in Zukunft? Und eine zweite Frage zu einem anderen Komplex ist, wie verhält es sich mit der Justiz? Sie haben ja gerade viel über den Gesundheitssektor gesprochen, aber nach dem Hack auf das Kammergericht in Berlin fragt man sich ein bisschen, gibt es so eine Kleinstaaterei mit Blick auf die Cybersicherheit der Justiz? Oder wie verhält sich da die Angriffslage und vor allem auch die Verteidigungslage? Also natürlich nehmen wir politisch auch staatliche Aktionen sehr ernst. Es gibt ja jetzt bei uns seit geraumer Zeit im Hause eine eigene Institution, nämlich hybride Bedrohungen, die unter die Zuständigkeit von Staatssekretär Kerber fallen. Auch das bedarf immer wieder der Kooperation unter den Staatssekretären.
Und das zeigt schon, dass wir eine Gesamtbetrachtung anstellen. Also wir sehen das ganzheitlich. Wenn wir uns einem Schwerpunkt widmen, dann verlieren wir die anderen Dinge nicht aus dem Auge. Ich kann Ihnen gerne mal anbieten, dass wir dazu auch mal eine Unterrichtung der Presse machen über die hybride Bedrohung. Ich habe ausgerechnet heute Abend noch eine Rücksprache dazu. Und ich habe dazu bereits im Kabinett berichtet und bei einem Besuch eines höchsten deutschen Gerichtes in naher Zukunft werden wir auch dazu einen Bericht erstatten über die hybride Bedrohungslage, die Sie auch mit ansprechen. Und das ist eine ganz neue Form, die da nach dem Kalten Krieg entstanden ist. Ja. Vielleicht, Sie haben gefragt, woher die Angriffe kommen. Aufgabe des BSI, wenn Sie es im übertragenen Sinne nehmen, sind wir der Torwart. Das heißt, wir passen auf, dass kein Gegner hereinkommt und kein Tor geschossen wird gegen uns. Das heißt, und für mich ist es relativ egal, ob der Spitzenstürmer vom FC Bayern kommt. Ich weiß nicht, ob Hamburger SV noch einen Spitzenstürmer hat oder Hertha BSC, aber egal, wer da auf uns schießt. Rotte. Jawohl. Schießt in jedem Spiel ein Tor. HSV. Also von daher ist das für uns nicht von besonderer Bedeutung. Wo wir uns natürlich sehr intensiv austauschen, ist natürlich, wenn wir Angriffe haben, dafür gibt es auch ein Cyberabwehrzentrum, dass wir genau dann dort solche Themen besprechen, weil für die Attribution, das heißt Zuordnung der Themen, sind natürlich die Nachrichtendienste zuständig, weil die ja die Aufgabe haben, Informationen zu sammeln und zu bewerten. Dort tauschen wir uns dann aus, sowohl mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz als auch dem Bundesnachrichtendienst. Und das tun wir sehr, sehr intensiv und sehr stark. Da finden jeden Tag um 11 Uhr Lagebesprechungen beispielsweise statt zu den verschiedenen Dingen, die wir dort sehen und wahrnehmen. Zweite Frage war die der Justiz. Wir informieren die Justiz. Jetzt ist es natürlich so in Deutschland ganz klar, wir sind ja die Exekutive und nicht die Judikative. Das heißt, da gibt es natürlich auch eine sehr klare Trennung. Und von daher ist das natürlich ein Thema, was teilweise, Sie haben das Kammergericht in Berlin angesprochen, was natürlich föderal zu klären ist in den jeweiligen Bundesländern. Aber natürlich auch, wir unterstützen hier und bieten Hilfestellungen an. Dafür haben wir bestimmte Sicherheitsstandards. Dafür haben wir den sogenannten BSI-Grundschutz auch entwickelt. Ob das dann entsprechend von den Gerichten angewendet wird, entzieht sich, sage ich mal, unserer Zuständigkeit. Nachfrage? Dieses Argument höre ich öfter, dass es da die Trennung gibt zwischen Exekutive und den Gerichten und Staatsanwaltschaften, aber in der Sicherheitsinfrastruktur ist die Frage, ob diese Trennung da auch greift und greifen sollte. Und die Frage, so wie Sie sagen, ist es Sache der Länder, so schieben Sie es ja ein bisschen weg, aber ist das sozusagen eine Angriffsfläche, eine potenzielle Angriffsfläche, die Sie besorgt, oder sagen Sie, da ist man gut aufgestellt? Weil wenn man nochmal in die Details des Berliner Falls reinguckt, dann hat man nicht das Gefühl. Also als Präsident einer Sicherheitsbehörde bin ich immer besorgt. Also das ist jetzt eine ernste Antwort. Ja, ja. Der muss besorgt sein, bei aller Gewaltenteilung. Aber besonders besorgt um die Justiz? Antworten Sie so, wie Sie denken. Ja, ich bin auch besonders besorgt um die Justiz. Die nächste Frage hat Herr Schwarte. Herr Minister Seehofer, wenn Sie erlauben, da jetzt die ersten Agenturmeldungen kommen zu einem anderen Thema. Ich kann es mir denken, welches Thema das sein könnte. Ich frage jetzt trotzdem erstmal, wer hat noch eine Frage zum BSI-Bericht? Dann ist erstmal Frau Klaßmann und Herr Stempler. Würde ich dann nochmal vorziehen, bitte. Ja, es richtet sich wahrscheinlich an Herrn Schönbohm. Sie haben ja eben gesagt, es ist gleichgültig, wer das Tor schießt, aber zum Beispiel bei Emotet wäre es ja doch, da das ja schon ein länger anhaltendes Phänomen ist, an der Zeit vielleicht auch Erkenntnisse, die Sie da haben, mal mit der Öffentlichkeit zu teilen. Jetzt. Ich glaube nicht, dass das jetzt die richtige Zeit ist, da Erkenntnisse dementsprechend zu teilen. Es ist so, dass wir natürlich das Thema Emotet ist klassischerweise organisierte Kriminalität, die dort hintersteht. Und wenn Sie überlegen, wie ernst das Thema teilweise auch ist, dann ist es so, dass die organisierte Kriminalität, so gibt es verschiedene Studien, seit 2009 mehr Geld mit Cybercrime verdient als mit Drogen. Dann ist das halt auch eine ganz besondere Herausforderung, die wir dort haben. Und das ist der normale Fortschritt. Das ist der normale Lauf der Dinge letzten Endes. Und darum machen wir dort entsprechende Sicherheitsmaßnahmen.
Nachfrage, gibt es denn da Ermittlungen, Fortschritte, die Sie vielleicht vage benennen können? Weil, wie gesagt, wir reden ja über ein Phänomen, das schon ein paar Jahre andauert. Da gibt es Fortschritte. Da gibt es auch natürlich entsprechende Fortschritte, beispielsweise innerhalb der Bundesverwaltung, wo wir bestimmte Themen, Signaturen und so weiter dann da auch dementsprechend sperren können. Das ist vollkommen klar. Aber das sind Themen, die wir kontinuierlich weiterentwickeln und dann auch innerhalb der Bundesverwaltung oder auch innerhalb der Kritisbereiche dementsprechend zur Anwendung bringen. Aber da bitte ich um Verständnis. Die große Herausforderung ist immer die, je mehr wir öffentlichkeitswirksam darüber sprechen, was wir dagegen tun, umso einfacher machen wir es den potenziellen Angreifern. Darum sind wir da bei der Äußerung sehr, sehr zurückhaltend. Herr Stempfle nochmal. Ich hätte eine Frage an Herrn Richter direkt, wenn das okay ist. Gibt es bei diesen drei Ministerien, die zuständig sind, politisch abzuchecken, ob man aus einem bestimmten Land von einem bestimmten Hersteller die Komponenten an einer bestimmten Stelle einbauen darf? Soll es für eines oder mehrere dieser drei Ministerien ein Vetorecht geben? Die SPD besteht darauf, dass der Außenminister ein Vetorecht bekäme, wenn er sagt, er möchte zum Beispiel nicht, dass Huawei-Komponenten verbaut würden. Ja, wir sind gerade in der Finalisierung dieses Gesetzes, wie Herr Minister dargestellt hat, sodass wir gerade in der finalen Klärung des Mechanismus sind, in welcher Form agiert wird, wenn man zwischen beteiligten Ressorts keine Einigung herbeiführt. Das ist gerade Gegenstand der Finalisierung. Ich kann mich jetzt nur wiederholen. Sie scheinen ja Zutritt zu haben. Die Frage kam übrigens vom Spiegel. Wir können jetzt nicht über diese Frage, wie zwischen den Ressorts der Regierung die Prozesse ablaufen, öffentlich verhandeln, Herr Stempfle, da werden Sie Verständnis haben. Das ist der einzige Punkt, der noch zu klären ist. Das ist ein Verfahrenspunkt, kein inhaltlicher mehr. Darum konnte ich bestätigen, dass wir eine politische Versorgungsmöglichkeit schaffen im Gesetz. Und ja, da sind wir jetzt im finalen Prozess, der so abläuft, dass ich sehr zuversichtlich bin, bald den Gesetzentwurf dem Kabinett zuzuleiten zu können. Der ist ja schon seit einem Jahr fertig, Herr Köhnen, oder? Etwa ein Jahr. Dann kam die Huawei-Diskussion. Die muss man ernst nehmen, denn das sind ja starke Kräfte, die in beiden Fraktionen diese Möglichkeit wollen. Und jetzt geht es den Prozess noch zu klären. Das ist der letzte Punkt. Nachfrage? Allerletzte Frage dazu. Das ja ein Gesetz aus Ihrem Haus ist, wofür plädieren Sie denn, dass der Außenminister dieses Vetorecht bekommt oder nicht? Es war mein Vorschlag, dass wir die drei hauptbeteiligten Ressorts hier immer zusammenbinden, weil es geht ja um Politik und nicht um Technologie. Das ist das Wirtschaftsministerium, das Außenministerium und wir. Und da ist doch jetzt die ganz logische Folgerung, auch die Frage zu beantworten, was geschieht jetzt, wenn die drei Ministerien quer im Stall stehen. Brauchen wir einen Lösungsmechanismus und genau um das geht es jetzt. Das könnte ja sein. Ich schaue noch mal in die Runde. Weitere Fragen zum BSI-Bericht. Sie haben noch eine zum... Das allgemein zum BSI? Ja, Zuständigkeit. Dann aber, wenn ich Sie bitten darf, eine kurze Frage. Okay. Also Herr Schönbohm, also die BSI als Schützer im Cyberkriminalität, ja, ich habe mit vielen verschiedenen Beamten der Strafverfolgungsbehörden und Sie sagen, dass BSI hat Top-Mitarbeiter und so. Bittet das BSI Lehrgänge oder Schlüsselkompetenzen für die anderen Behörden? Also wurden Sie irgendwann Ausbilder des Bundes für alle Strafverfolgungsbehörden oder mit 1435 haben Sie keine Kapazität? Danke. Okay, kurze Antwort. Ja, wir unterstützen da sehr stark. Herr Staatsherr Richter hat gesprochen auch von der Digitalakademie beispielsweise, von der Barköf. Dort unterstützen wir verschiedene Ausbildungslehrgänge ganz explizit. Das richtet sich natürlich hier sehr stark an die Bundesverwaltung.
Aber es werden auch bestimmte Stellen geschaffen werden, sodass also auch aus den Ländern bestimmte Sicherheitsbeauftragte dann daran teilnehmen können. Ja, wir bieten Ausbildung an. Es gibt auch einen sogenannten Masterstudienlehrgang. Und das werden Themen sein, die wir natürlich auch mittelfristig weiter ausbauen müssen. Dann sehe ich zum BSI-Bericht keine weiteren Fragen und wird noch die Gelegenheit geben für Fragen zu anderen Themen. Ich habe hier auch noch zwei andere Themen von Kollegen, die Digitalfragen eingereicht haben. Aber jetzt ist erstmal Herr Schwarte dran. Herr Minister, es wird gerade gemeldet, Sie hätten nach monatelangem Widerstand jetzt Ihren Widerstand aufgegeben gegen eine Studie zum Thema Rassismus in den Polizeibehörden. A, Sie lachen schon, können Sie das bestätigen? Ist das so? Wenn ja, was hat denn zu Ihrem Meinungsumschwung geführt? Und könnten Sie vielleicht ausführen, was denn für eine Art von Studie jetzt dann geplant ist, wer sie durchführt, wie das organisiert werden soll? Man ist in dem Feld der Überraschungen ja täglich neu mit Dingen konfrontiert. Es gilt, was ich hier gesagt habe, hier in diesem Raum bei der Vorstellung der Polizei oder des Berichtes über Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden. Wir haben da dreifache Konsequenz. Die eine liegt beim Bundesamt für Verfassungsschutz mit dieser Zentralstelle Bekämpfung des Rechtsextremismus, um den Bericht genauer zu durchleuchten, was waren die Motive, die Begründungen, dass einzelne Polizeibeamte eben sich dem Rechtsextremismus zugewandt haben, welche Konsequenzen haben die Behörden gezogen, welche organisatorischen Änderungen brauchen wir vielleicht oder welche rechtlichen Änderungen, weil vielleicht das geltende Disziplinarrecht nicht scharf genug ist. Das ist die eine Säule. Die zweite Säule ist zum Thema Rassismus. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Darauf habe ich immer hingewiesen, auch im in der Anhörung der Migrationsverbände kam das Argument, das gibt es bei der Wohnungsvergabe, da stellen wir fest bei der Jobsuche, in Sportvereinen etc. Deshalb werden wir hier Forschungsvorhaben oder eine Studie machen, um in der Gesamtgesellschaft, von der Wirtschaft bis zu den staatlichen Institutionen, dies einer anspruchsvollen Untersuchung zu unterziehen, natürlich auch mit Vorschlägen, welche präventiven Maßnahmen kann man hier treffen. Und der dritte Punkt, der jetzt nicht neu ist, sondern den ich hier schon mal oder mehrfach in der Öffentlichkeit dargestellt habe, dass ich von Anfang an sehr einverstanden war, dass wir eine Studie für die Polizei machen, die die veränderten Rahmenbedingungen, unter denen heute Polizeiarbeit stattfindet, im Verhältnis zu vor 10 oder 20 Jahren untersucht. Das geht los bei der Frage, welche Argumente führen dazu, dass junge Leute sich für diesen Beruf entscheiden. Weiter, welche Probleme ergeben sich aus der praktischen Polizeiarbeit im Verhältnis zur Gesellschaft insgesamt. Also das, was die Gewerkschaft der Polizei vorgeschlagen hat, die Alltagsarbeit der Polizei zu untersuchen und ja, Fragen, die sich daraus ergeben. Und das Dritte ist, auch die zunehmende Gewalt gegen Polizeibeamten zu untersuchen. Wir, und ich habe immer gesagt, dass für Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus Nulltoleranz nicht nur in der Gesellschaft herrscht, in der Sicherheitspolitik, sondern auch innerhalb der Sicherheitsbehörden und der Polizei. Und deshalb wird auch eine solche Studie sicher sich damit beschäftigen, wie kann man sicherstellen, dass das auch in der Zukunft in den Sicherheitsbehörden gelebt wird. Ich habe ja gesagt, dass idealtypisch eigentlich immer anzustreben ist, dass es überhaupt keinen Fall gibt in den Sicherheitsbehörden, den man dem Rechtsextremismus, Rassismus oder Antisemitismus zuordnet. Und so wie die Regierung jetzt zusammengesetzt ist, wird dann niemand ruhen, bevor wir nicht uns diesem Ziel genähert haben. Kurze Nachfrage, also an Ihrer Stellungnahme, die Sie vor einem Monat, glaube ich, gegeben haben, mit Ihnen wird es eine Studie über Rassismus in den Polizeibehörden nicht geben, hat sich nichts geändert und
Ihr Kabinettskollege und Vizekanzler Scholz hat gesagt, er sei alle zwei Tage mit Ihnen im Gespräch darüber. Dass wir alle, im Grunde alle zwei Tage im Gespräch sind, ist vielleicht sogar noch eine Untertreibung. Aber es hat sich an meiner Position nichts geändert. Wir haben ein hohes Maß an Vertrauen gegenüber der Polizei. Die Polizei muss sich darauf verlassen können, dass wir als Politiker hinter ihr stehen, als Bundesregierung. Und das ist der Fall. Und alles andere haben die Polizeibeamten nicht verdient. Um das ganz klar zu sagen, es sind Leute, die nicht besonders gut bezahlt werden. Leute, die mit überwältigender Mehrheit zu unserem Staat stehen, zur Verfassung stehen. Und die müssen sich darauf verlassen können, dass die Politik hinter ihrem Tun steht. Das ist auch meine Erfahrung in meiner früheren Verwendung in München. Ich habe die Polizei regelmäßig nach schwierigeren Einsätzen eingeladen und mit allen Polizeibeamten einzeln gesprochen. Die legen schon Wert darauf, die halten ja für uns den Kopf hin. Und deshalb gibt es keine Studie, die sich jetzt gegen die Polizei mit Unterstellungen oder Vorwürfen richtet. Ich gehe davon aus, dass die Frage von Stefan Reinicke von der Taz da damit erstmal beantwortet ist. Aber Frau Böse hat noch eine Nachfrage. Herr Minister, Sie haben ja oft gesagt in der Vergangenheit, dass die Politik und vor allem auch die Bundesregierung, die Landesregierungen hinter der Polizei stehen, hinter den Sicherheitsorganen stehen. Das ist ja unbestritten, aber unbestritten ist auch, dass es eben tatsächlich auch, wenn auch vereinzelte Fälle gibt, die auf Rassismus bei der Polizei schließen lassen. Ganz aktuell gibt es wohl Chatgruppen bei der Berliner Polizei, die sehr eindeutig sind. Das passt ja auch zu dem Thema, das wir heute ansonsten besprechen. Meine Frage ist jetzt, um eben diese wenigen rauszupicken und der Mehrheit der Polizei auch noch mehr Rückendeckung zu geben, ist eben dieser Bericht oder diese Untersuchung, Studie nicht umso erforderlicher, um eben die Gesamtheit oder den Großteil der Polizei zu entlasten, um sie vom Generalverdacht zu befreien? Ja, wissen Sie, das ist jetzt alles eine Wiederholung, weil wir das ausführlich mit den drei Präsidenten der Sicherheitsbehörden, der übrigen Sicherheitsbehörden, ja hier besprochen haben, zwei Stunden lang. Und wir haben die ganz überwältigende Mehrheit, nämlich 99%, stehen zweifelsfrei zu unserem Staat, auf dem Boden des Grundgesetzes und sind auch der Grund für die Stabilität unserer Demokratie und unseres Rechtsstaates. Und ich bin nicht bereit, jetzt zu sagen, jetzt müssen wir einen Generalverdacht aus der Welt schaffen, den bestimmte Leute immer wieder in die Diskussion bringen, weil bei 99% stellt sich für mich dieser Generalverdacht nicht. Das habe ich gleichzeitig gesagt, auch wenn es wenige Fälle sind, ist jeder einzelne Fall eine Schande und eine Belastung für die Mehrheit, für die überwältigende Mehrheit, die vernünftig ihren Beruf ausübt. Und deshalb verfolgen wir das Ziel der Nulltoleranz, auch innerhalb der Sicherheitsbehörden und auch dem hehren politischen Ziel, das wir unter Menschen vielleicht nie vollständig auf Dauer erreichen, nämlich dass wir eigentlich erst dann zufrieden sind, wenn es keinen Fall mehr gibt. Das wäre eigentlich bei der Vorbildfunktion der Sicherheitsbehörden das anzustrebende Ziel. Aber wir haben es eben auch mit den Menschen zu tun, mit Menschen. Und zum Menschen gehört auch die Wahrheit, dass wir nicht alle unfehlbar sind. Dass es auch Fehler gibt, dass es Fehlverhalten gibt. Aber man kann aus diesem Fehlverhalten von Menschen, einzelnen Menschen, nicht Rückschlüsse ziehen jetzt, es gibt eine strukturelle Problematik. Ich glaube, die Präsidenten haben sehr überzeugend dargestellt, was sie bei der Einstellung, bei der Fortbildung, bei der Hilfe für Polizeibeamte, wenn sie 3 Jahre in äußerst schwierigen Gebieten tätig sind und deshalb hoch belastet sind, dass wir diese Beamten nicht alleine lassen, sondern ihnen helfen. Und
Daneben wiederhole ich nochmal, wir müssen uns auch ein bisschen davor hüten, aus jedem Verdachtsfall schon einen belegten Fall zu machen, einen erwiesenen Fall. Ich werde ja oft in anderem Zusammenhang immer gefragt und weise immer darauf hin, zu einem Rechtsstaat gehört, dass man über erwiesene Fälle spricht und niemand, der in einen Verdacht gerät oder jeder, der in einen Verdacht gerät, hat den Anspruch, dass er rechtsstaatlich behandelt wird. Jetzt nicht beim Rechtsradikalismus, aber im übrigen Bereich kann jedem von uns passieren, dass wir mit Befürchtungen, Verdachtsmomenten von einem Tag auf den nächsten konfrontiert sind. Und da haben wir Gott sei Dank ein sehr, sehr stabiles System mittlerweile in den letzten Jahrzehnten, dass man eben dann darauf warten muss, bis die Justiz einen Vorwurf entweder bejaht oder entkräftet. Das gefällt einem nicht immer vom Ergebnis her, von Urteilen, aber es ist das einzige die einzige Konfliktlösungsmöglichkeit in einem Rechtsstaat. Und da braucht man auch Geduld dazu. Solche Verdachtsfälle müssen sauber rechtsstaatlich aufgearbeitet werden und werden rechtsstaatlich aufgearbeitet. Da wäre Kritik berechtigt, wenn Politik versuchen würde, das wegzuschieben, die Verdachtsfälle, und sie nicht untersuchen würde. Aber bitte nicht einen Verdachtsfall schon zu einem belegten Fall zu machen. Das sind wir der Polizei schuldig. Ich meine, schauen Sie, am letzten Wochenende wurde wieder ein Polizeibeamter geschlagen und landet in der Intensivstation. Da wird eine vergleichsweise Diskussion nicht geführt. So, die Polizei weist mit Recht darauf hin, wie aggressiv der Ton mittlerweile geworden ist im Umgang Gesellschaft-Polizei. Also Rassisten und solche Begriffe sind zunehmend an der Tagesordnung. Ich bekomme ständig Berichte von Situationen mit Leuten, die offensichtlich auch etwas angeheitert sind und dann der Polizei Schwierigkeiten machen. Das ist der Polizeiberuf, das würde ich auch für sich genommen gar nicht berichten, sondern es wird dann schwierig, wenn die umstehende Bevölkerung Beifall klatscht gegen die Polizei. Und das sind alles Dinge, die nicht unbedingt mit dem gleichen Stellenwert öffentlich behandelt werden. Ich möchte ohne jede Nachsicht das eine bekämpfen. Das tun wir überall, auch im öffentlichen Dienst. BAMF hat jetzt in diesen Tagen mal darauf hingewiesen, dass sie zwei Rechtsextreme aus dem Dienst entfernt haben in Nürnberg. Und auf der anderen Seite aber möchte ich schon auch, dass wir die Probleme und Schwierigkeiten, die die Polizei auch hat, und zwar in zunehmendem Maße, dass wir die auch sehen. Und dass wir da die vernünftige Balance halten für eine vernünftige Diskussion über das Thema. Denn ausbaden tun eine polarisierende Diskussion auch wiederum die Polizeibeamten. Wenn ich dann sehe, dass man in München zu dritt ein Zimmer nehmen muss, weil man alleine von einem Gehalt, das ein mittlerer Polizeibeamter bekommt, das Zimmer nicht bezahlen könnte und dann Wochenendpendler wird, dann bitte ich ein bisschen auch nicht um Nachsicht, das wäre der falsche Begriff, aber um eine faire Behandlung des Themas. Wir müssen langsam zum Ende kommen, weil wir um 12:30 noch eine nächste Veranstaltung haben und ein bisschen Zeit für den Umbau brauchen. Ich habe jetzt noch Herrn Lücking und Frau von Bouillon auf der Liste und bitte wirklich um kurze Fragen, möglichst auch kurze Antworten. Ja, Daniel Lücking, ND der Tag. Eine Frage an Herrn Schönbohm und Herrn Seehofer. Nachdem sich bei der Großen Koalition ja jetzt die Einigung beim Staatstrojaner bei der Einführung abzeichnet, würde ich Herrn Schönbohm bitte noch mal kurz bitten, wie es technisch funktionieren soll, dass eine Sicherheitslücke, die für den Staatstrojaner offen gehalten wird, nicht Millionen andere Deutsche gefährdet. Ja, Sie sprachen von hunderten Millionen Schadprogrammen, die 1000 Millionen Schadprogrammen, die unterwegs sind. Und Herr Seehofer, auch von Ihnen wüsste ich gern, wie Sie diese Gefährdung der Bevölkerung bewerten, wenn zur Überwachung einzelner große Millionenzahlen von Menschen diesen Sicherheitslücken ausgesetzt werden. Vielen Dank für die Frage.
für die interessante Frage. Auch wir haben im BSI ja eine relativ einfache Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, die Informationssicherheit herzustellen. Das heißt, wir weisen die Lücken, nur zum Verständnis, ist ja erstmal so, eine Lücke ist in dem Sinne ein Qualitätsmangel einer Software, der eben nicht, der, wo eben, wodurch man eindringen kann letzten Endes. Und sobald wir von Lücken dementsprechend erfahren, ist es natürlich so, dass wir die Softwarehersteller darauf hinweisen, dass diese Qualitätsmängel zu beheben sind. Teilweise dauert es 6 Monate, 9 Monate, 12 Monate und sogar deutlich länger, teilweise gar nicht, dass diese Lücken in der Eigenverantwortung des Softwareherstellers geschlossen werden. Wir selber können sie ja gar nicht schließen und dürfen es auch nicht. Und von daher, das ist der Stand, den wir dort haben. Diejenigen, jetzt ist es so, dass natürlich die Schwesterorganisation CITES, die ja eingerichtet worden ist beim Bundesinnenministerium, hier natürlich dementsprechend die Sicherheitsbehörden unterstützt, damit sie entsprechend justiziable G10, also Überwachungsmaßnahmen, durchführen können. Und da gehen sie entsprechend ihren Auftrag nach. Also das beantwortet aber nicht, Entschuldigung, das beantwortet aber nicht die Frage, wie die Sicherheitslücken, die ja auch gezielt angekauft werden auf einem mehr als fragwürdigen Markt, wie Sie die behandeln, damit die sich nicht auf die Bevölkerung auswirken. Das beantwortet insofern die Frage, als dass wir jeden Softwarehersteller, jeden derjenigen, der letztendlich einen Qualitätsmangel produziert hat, darauf hinweisen, diese Lücken dementsprechend zu schließen. Ja. Die Bevölkerung kann sich darauf verlassen, dass wir alles tun, also vom Recht, vom Datenschutzrecht, von der Datensicherheit, nicht gedeckte Entwicklungen abzustellen. Das ist unser täglicher Auftrag. Dass das manchmal nicht einfach ist, dass es auch diese Dinge rechtsstaatlich erfolgen müssen, das macht immer den, der den Rechtsstaat verteidigt, bringt ihn in eine vermeintlich schwierige Position, weil wir können uns nicht der Mittel bedienen, die unsere Gegner anwenden, weil wir den Boden des Rechtsstaates, damit Datenschutz, Datensicherheit, nicht verlassen wollen und dürfen. Und da kann sich die Bevölkerung darauf verlassen. Außerdem geschieht das ja alles, wenn ich als Konsument von verschiedenen Computerzeitschriften reden darf, sehr transparent in der Öffentlichkeit, auch durch Sie. Oder nicht unter streng geheim behandelt in der Öffentlichkeit. Frau von Bouillon mit der letzten Frage. Ja, noch mal eine Frage an Herrn Seehofer zu dieser Geschichte mit der Rassismusstudie. Worüber genau reden Sie jetzt mit Herrn Scholz? Reden Sie A, über diese große gesamtgesellschaftliche Rassismusstudie, die Sie vor 2 Wochen oder schon länger hier angekündigt haben, reden Sie, die vielleicht die SPD jetzt irgendwie präzisieren will? Reden Sie B, mit ihm über diese Studie zu den Gewalterfahrungen von Polizisten? Oder C, immer noch darüber, dass die SPD diese Studie nur über Polizisten will und sie die nicht wollen? Also worum genau geht es da eigentlich? Es sind ja 3 Studien da im Gespräch. Ja, wissen Sie, über allem steht die Ressortverantwortung eines Ministers. Ich brauche für eine Studie kein Gesetz. Trotzdem reden wir miteinander, weil ich möchte, dass wir als Koalition hier eine übereinstimmende Position haben. Ich rede natürlich mit dem Vizekanzler, ich rede aber auch mit den Innenpolitikern der SPD. Und es wird Sie nicht verwundern, wenn ich das auch mit meiner Fraktion tue, und zwar seit Wochen. Weil wir wollen ja da nicht irgendwas Ideologisches aufs Gleis setzen, sondern wir wollen etwas, was uns für unsere weitere Arbeit Antworten gibt und nach vorne gerichtet ist. Und genau das vertrete ich seit Wochen und Monaten. Ich habe von Anfang an nichts von einer Studie gehalten, die untersuchen soll, jenseits des Berichtes, den wir erstattet haben, wie sind jetzt Polizei, gibt es einen Rechtsextremismus bei der Polizei? Die in der Polizei werden überwiegend sagen nein, die außerhalb der Polizei werden überwiegend sagen ja. Welche Möglichkeiten stehen denn für eine Studie zur Verfügung? Und deshalb habe ich gesagt, ich möchte eine Studie über die Gewalt gegen Polizeibeamten, über die Einstellungsmotive
Und dann kam der Vorschlag, den ich sehr begrüßt habe und nach wie vor begrüße, der Polizeigewerkschaft. Ich habe mich auch mit dem Vizevorsitzenden getroffen. Der wird auch beteiligt bei der Detailarbeit der Studie. Der wird auch in einem Beirat sitzen, den ich bilden möchte für die Studie, dass mal die Justiz, also die Staatsanwälte, die Richter, die Arbeitnehmervertreter, Soziologen, eine wissenschaftliche Einrichtung unterstützen mit ihren praktischen Erfahrungen. Es soll keine Großversammlung werden, sondern ein kleiner Beirat. Das ist mit Herrn Radek besprochen. Und ich glaube, wir kriegen mit diesen Kernelementen, werde ich die Studie in Auftrag geben. Und das andere ist der Rassismus in unserer Gesellschaft. Der richtet sich aber in der Untersuchung an die Wirtschaft, an die Institutionen, an die Gesamtgesellschaft. X-mal jetzt gesagt. Und was anderes ist nicht beabsichtigt. Und deshalb gibt es da auch keine neue Meinung von mir. Was wir klarstellen, wenn wir eine solche Studie in Auftrag geben, dass es vom Staat her gegenüber allen Institutionen Nulltoleranz gibt bei diesen Dingen, dass es aber auch innerhalb der Sicherheitsbehörden und der Polizei Nulltoleranz gibt gegenüber Antisemitismus etc. Und da erwarte ich auch von einer Studie, dass wir da Vorschläge bekommen, wie das weiter gelebt werden kann. Die Einstaatsverhältnisse ändern sich ja pausenlos, die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern sich pausenlos. Die Einsatzkriterien sind auch sehr, sehr unterschiedlich, ob in Berlin und München oder vor dem Wald. Das ist, und deshalb ist das eine sehr spannende Geschichte. Übrigens lernt man dabei, dass es auch schon etliche Studien gibt zum Rassismus. Die müssen wir alle in einer Vorstudie, jetzt führe ich was Neues ein, in einer Vorstudie mal alle zusammenführen, damit wir nicht Doppelungen machen. Das ist ja alles nicht ganz billig, sondern wir müssen mal in der Vorstudie alles zusammenführen. Ich glaube, die Friedrich-Ebert-Stiftung hat regelmäßig seit vielen Jahren auf diesem Feld eine Studie zum Rassismus. Und das muss natürlich alles bekannt sein, was gibt es schon und wo erwarten wir zum Rassismus durch die Entwicklung in den letzten Jahren auch neue Antworten. Also in die Zukunft führen die Antworten und nicht ständig eine Selbstbespiegelung und Rückwärtsbetrachtung. Und das ist übrigens unsere eigentliche politische Aufgabe, Zukunft zu gestalten. Und nicht ständig, dass wir uns mit uns selbst oder unseren Institutionen selbst beschäftigen. Das erwartet nicht die Bevölkerung von uns. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass es zum Beispiel denkbar wäre, dass diese Studie, die es bereits in der Friedrich-Ebert-Stiftung gibt, einfließt in die von Ihnen geplante Studie zur Gewalterfahrung der Polizei und dann vielleicht auch die Fragestellung etwas erweitert wird. Also, weil es geht ja nicht um diese große gesellschaftliche Studie. Nicht alles miteinander vermischen. Ich bin da immer für Präzision von Anfang bis zum Ende. Diese Friedrich-Ebert-Stiftung spielt mehr eine Rolle bei der gesamtgesellschaftlichen Betrachtung. Meine Mitarbeiter haben mir schlicht und einfach gesagt, wir müssen mal alles zusammenfassen. Es geht jetzt um den Rassismus. Was gibt es schon in der Bundesrepublik Deutschland? Das halte ich für vernünftigen Ansatz. Das wird eine neue Studie nicht überflüssig machen, aber das wird vielleicht zu zusätzlichen und anderen Fragestellungen bei der Rassismusstudie führen. Weil wir müssen ja nicht unbedingt nochmal was in den Mittelpunkt einer Studie stellen, was schon sehr tief und auch in der modernen Zeit beantwortet ist. Wenn etwas aus dem Jahr 2012 stammt, das können Sie heute beim besten Willen nicht mehr für die Zukunft verwenden. Da müssen es dann nochmal eigens ausleuchten. Aber da rede ich über den Rassismus. Und nicht jetzt alles durcheinander, weil es gerade so schön passt, den Innenminister da im Extremismus jetzt unter Polizei zu konfrontieren. Ich habe da eine klare Linie. Und die es dauert manchmal ein bisschen bei uns, aber dann wird sich das auch wieder in der öffentlichen Wahrnehmung durchsetzen.
Es hätte noch weitere Fragen gegeben, aber wir